select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Javus, Spitzenspiel, Derby, 3:1 gewonnen. Ja, was sagst du zu diesem Spiel? Ja, ich bin sehr erfreut. Wir haben Derby gewonnen. In der Vorrunde haben wir Derby verloren gehabt. Aber jetzt haben wir zusammen hart gekämpft. Und es war ein super Spiel von unserer Seite aus und souverän gewonnen. Hat schlecht begonnen oder ein bisschen schlecht mit dem frühen Gegentor. Dann gab es noch eine strittige Situation, wo man vielleicht hätte befürchten müssen, dass da euer Spielertrainer vielleicht auf den Platz gestellt wird. Wie hast du diese Situation gesehen und ja, wie hast du die anfänglichen Schwierigkeiten gesehen? Ja, zum Tor am Anfang, es war unglücklich. Der Ball ist wieder irgendwie abgefälscht und unser eigener Mann kickt ihn leider rein. Und zum Foul vom Coach, gut, das sind Emotionen im Spiel, das ist ein Derby. Er wollte einfach ein bisschen Puffer reinbringen. Du hast mit deinen 2 Toren zu diesem Sieg beigetragen. Kannst du uns ein paar Worte sagen, wie du sie gemacht hast? Es waren Freistoßtore. Genau, ich habe 2 Freistoßtore gemacht und die haben einfach super gepasst. Souverän die Ecke ausgeguckt. Beim ersten Tor habe ich den Torwart ausgeguckt, in die Torwart-Ecke und beim zweiten habe ich einfach über die Mauer genau oben rein. Hat super gepasst. Ihr habt ja eine durchaus souveräne Saison gespielt, kann man sagen, mit dem Vorsprung, den ihr auf dem Spitzenplatz in der Tabelle habt. Wie bewertest du den Verlauf der Saison und was habt ihr euch noch vorgenommen? Ja, wir haben sehr hart gekämpft. Vor der Runde haben wir anfangs Probleme gehabt, aber mit der Zeit haben wir das in den Griff bekommen und wir haben einen sehr guten Coach, der von oben kommt und viel Erfahrung mitgenommen hat. Der hat uns viel aufgebaut und ja, wir stehen jetzt gut da und wir sind 14 Punkte vorne. Wir fahren das souverän runter. Kannst du mehr dazu sagen, was der Coach mit sich gebracht hat an Veränderungen für diese Mannschaft und für diesen Verein? Boah, seine Erfahrung. Er hat taktisch viel verändert. Seine Trainings sind hervorragend. Wir trainieren wie Oberliga, Regionalliga. Und das hilft uns halt sehr viel. Die Spieler lernen immer wieder dazu. Und ja, so sind wir irgendwie erfolgreich geworden. Und wir bleiben jetzt dran natürlich. Wir fahren noch jetzt die 6 Spiele noch runter. Volle Kanne durch. Was denkst du, seid ihr auch gut aufgestellt für die nächste Saison dann in der höheren Liga? Schwer zu sagen. Wir werden definitiv noch 2, 3 gute Spieler brauchen auf manchen Positionen. Aber wir sind ja trotzdem noch gut gestellt in der Kreisliga. Es ändert sich jetzt nicht so großartig viel. Aber wird eine neue Herausforderung sein. Das nächste Spiel ist dann wieder zu Hause unter Krombach. Was kannst du uns zu diesem Spiel und zu diesem Gegner sagen? Nächstes Spiel, also neuer Anlauf nach der kleinen, leicht missratenen Bierdusche. Ja, nächster Gegner unter Krombach daheim. Was denkst du, was das für ein Spiel wird? Das wird wie jedes Spiel sein, so sein. Wir gehen ins jedes Spiel mit dem Sieg rein. Wir wollen immer siegen. Und wir werden wieder hart kämpfen müssen für die 3 Punkte. Wir werden nicht nachlassen. Wir werden früh attackieren, vorne drauf schieben, attackieren und zustellen. Ja, und dann denke ich schon, dass wir frühzeitig ein Tor machen und dann kommt alles. Ja, Wurz, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche noch viel Erfolg. Dankeschön, wünsche auch. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen auf select-gmbh.de.